Und Joachim Löw hat reagiert, aber das war vorgesehen. Mario Gomez ersetzt seinen Vereinskameraden Miroslav Klose. Aber er ersetzt ihn nur, also das System bleibt mit einer vorderen Spitze. Gomez kommt zu seinem 32. Länderspiel. Seine Stärke ist ja dann eher die Ballmitnahme im hohen Tempo. Vielleicht ein kleiner Vorteil gegen das argentinische Bollwerk, gegen diese unüberwindbar scheinende Viererkette. Komm, sage ich, unüberwindbar. Maradona hat es gar nicht gesehen. Leistet sich Samuel diese Kerze und es gibt Ecke für Deutschland. Ausgeführt von Özil. Schiedsrichter Atkinson guckt noch mal nach. Da liegt noch einer auf dem Boden, ein argentinischer Spieler. Das ist Heinze, Gabriel Heinze. Sie haben ja nur Innenverteidiger. Der ist ja auch gelernter Innenverteidiger. Und die deuten an, dass der Mann von Olympique Marseille, der 32-Jährige, raus muss. Nach 4-5 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Clemente Rodriguez von Estudiantes de la Plata. Somit also der dritte Spieler aus der argentinischen Liga. Der beide Verteidigerpositionen, Außenpositionen bekleiden kann. Pfiffe jetzt, weil Heinze sich da so viel Zeit lässt, den Münchner Rasen zu verlassen. Clemente Rodriguez also, ein 1,66 Meter großer Außenverteidiger. Gewinner der Copa Libertadores der südamerikanischen Champions League. Maradona umarmt seinen Kumpel Gabriel Heinze und Ecke Deutschland jetzt von Özil. Geklärt von Veron. Podolski, De Michelis. Lahm sofort attackiert von Messi. Boateng erwischt Di Maria im Gesicht. Das ist der Mann gewesen, der diesen langen Pass geschlagen hat, den Higuain erlaufen konnte und nach Fehler Adler das 1:0 für Argentinien erzielt hat. Vorher auch noch den Lattenschuss hatte für Argentinien. Müller setzt sich durch gegen Mascherano. Lahm. Duell mit Gutierrez. Die deutsche Mannschaft hatte vor der Pause nur einen Torschuss. Und das ist in der Ära der Statistik, die zwar noch nicht so alt ist, aber seit 92 immerhin, das gab es noch nie. Obwohl es insgesamt gar keinen so schlechten Eindruck hinterlassen hat. Aber dann doch dann bei diesem Gegner so manches Mal an ihre Grenzen gestoßen ist. Aber wie sagte Joachim Löw, vor der letzten WM gab es ja dieses 1:4 gegen Italien. Und das war mit das wichtigste Spiel in der Vorbereitung, weil man da gemerkt hat, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss. Und anschließend spielte Deutschland ein gutes Turnier.
das geht. René Adler, so ein ähnliches Tor hat er mal kassiert gegen Werder Bremen. Wenn er seine Schwächen hat, dann sind sie eher beim Herauslaufen. Glück gehabt. Der Pass oder die Rettung von Adler landet genau bei Veron. Hier, der sofort die Möglichkeit erkennt. Veron, das ist neben Messi der Mann dieses Spiels bei Argentinien. Gomez, Özil, Podolski, Schweinsteiger, Lahm, Taski. Halak gegen Veron, Schweinsteiger, gestoppt von Mascherano, der jeden Zweikampf bisher gewonnen hat. Da sind alle vier Sechser jetzt aufeinander gestoßen, mit Vorteil Argentinien. Di Maria holt noch diesen Ball. Boateng dachte, der geht raus. Messi. Die Deutschen laufen jetzt nur noch hinterher. Guterres. Es ist ein Moment, eine Situation, hat man gerade gemerkt, als Adler den Ball in der Hand hatte. Keiner wollte ihn haben. War dieses Tor kurz vor der Pause so verunsichernd? Oder ist das das Auftreten des Gegners? Podolski. Abgelaufen von Gutierrez. Ecke Deutschland. Schweinsteiger. Löw hält es nicht mehr auf der Bank. Ballack. Ich glaube, De Michelis liegt da am Boden. Zuletzt am Ball war Samuel vor Ballack, also hätte es Eckball geben müssen. Und De Michelis hat, wenn ich es richtig gesehen habe, die Hand von Michael Ballack ins Gesicht bekommen. Maradona deutet an, der nächste Wechsel. Der fragende Blick. Es war ein Versehen. So, hier kommt nochmal die Szene. Ballack steigt hoch. Erwischt ihn. Mit dem Knie. Mit dem Knie. Die beiden kennen sich aus der Premier League. Martin Atkinson. Und Michael Ballack, der am letzten Wochenende im Punktspiel gegen Manchester City
mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Das Veilchen stammt von einem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. Und wenn De Michelis sich genau anschaut, da sieht man, dass das Auge schon geschwollen ist. Und dann kriegt er das Knie ins Gesicht. Genau, das war die Situation hier deutlicher zu sehen. Und da brechen selbst die Sanitäter zusammen. Für den Münchner ist das Spiel vorbei. Wegen einer Verletzung. Und es kommt Nicolas Burdisso vom AS Rom. Aber noch sind Argentinier nur mit 10 Mann auf dem Platz. Thomas Müller, haben Sie gerade von gesehen, ist nach gutem Beginn völlig untergetaucht. Gute Besserung an Martin De Michelis. Nicolas Burdisso vom AS Rom, ausgeliehen von Inter. Schweinsteiger, Gomez. Ballack gegen Veron. Das hat der Klasse gemacht, das geht. Gegen den Torschützen, gegen Gonzalo Higuain. Özil überhaupt nicht im Spiel. Auch von Ballack keine Impulse, gute Zweikampfwerte, aber keine gestalterischen Aktionen. Podolski gleich von zwei Mann bedrängt. Und spielt zu Gomez, der auch von drei Argentinern umringt war. Sie scheinen immer ein Mann mehr. Kleines Kunststück von Maradona. Özil. Freistoß. Nach Foul von Mascherano. Vielleicht hilft ja die Windunterstützung. Der Wind kommt von rechts im Rücken der deutschen Mannschaft. Er wird immer stärker. Podolski wird es machen. Nein, Ballack. Und die Finte haben sie durchschaut. Da stand Mascherano im Weg. Müller. Podolski. Lahm. Wir warten immer noch auf die erste Torchance
der deutschen Elf eine Stunde vorbei. Gegen Argentinien bekommt man nicht viele Möglichkeiten. Im Moment steht die Null. Und man darf nur sehr wenige Fehler machen. Diego Maradona, gefragt nach seiner Spielidee, hat er geantwortet wie Menotti 78 und wie Biado 86. Da wurde Argentinien jeweils Weltmeister. Messi. Verón. Da wieder Verón. Otamendi, Mascherano, Otamendi gegen Podolski. Und jetzt kommt ein nächster Hochkaräter, Carlos Tevez. Und der Torschütze geht hinaus, Gonzalo Higuain. Von ihm war gar nichts zu sehen, außer eben diesem Treffer. Carlos Tevez von Manchester City. Seinetwegen musste Ballack mit Gelb-Rot runter, nach Foul in der Premier League. Und auf der Homepage der Argentinier steht jedes Detail, auch dass Higuain jetzt gleich mit einem Privatflieger nach Madrid geht. Verón, Mascherano, Di Maria und was macht der Taschi da? Da wäre Tevez fast dazwischen gekommen. Leichtsinnig vom Stuttgarter. Müller kriegt den Ball noch herum. Ecke für die deutsche Elf. Nach dem Kopfball von Nicolas Burdisso. In Rom der zentrale Mann an der Dreierkette neben Mexes und dem Ex-Leverkusener Juan. Und Joachim Löw bereitet einen Doppelwechsel vor. Ich sehe Kakao, den Mann der Woche. 7 Tore innerhalb einer Woche gegen Köln, Barcelona und gegen Frankfurt. Und der nächste Debütant nach Müller macht sich bereit. Das ist Toni Kroos. Also 2 frische offensive Kräfte. Aber erst wird offenbar der Eckball ausgeführt von Schweinsteiger.
Zweiter Abwurf von Romero sollte Messi erreichen. Boateng auch wieder gleich attackiert von Di Maria. Und dadurch werden die Fehler verursacht, weil die sofort drauf gehen. Und euch aufbauen können, Tevez. Özil, Schweinsteiger. Steiger. Lahm, Schweinsteiger sucht die Lücke, aber da kommt Veron und stört ihn. Messi. Gegen Tasci wie neulich gegen Stuttgart, Stuttgart gegen Barcelona, der ist innerhalb von wenigen Tagen zweimal hier in Deutschland. Lionel Messi, der Weltfußballer. Wie sagt der Maradona über ihn? Der Ball ist Teil seines Körpers. Kakao kommt für Özil. Und Thomas Müller nach guten Szenen in der ersten Halbzeit untergetaucht. Und für ihn kommt der andere Neuling mit einer überragenden Vorrunde in Leverkusen, Toni Kroos. In der Stadt, wo er unter Vertrag steht, im Frühjahr wird sich klären, ob er in Leverkusen bleibt. Man bietet 8 Millionen für ihn oder ob er zurückkommt zum FC Bayern. Der 34. Neuling. Joachim Löw hat Kakao zu Gomez geschickt. Die beiden haben ja früher exzellent harmoniert in Stuttgart. Er soll hinter Gomez hängend offensiv spielen. Und Kroos geht auf die Außenposition, wo vorher Thomas Müller stand oder war. Wieder nur durch ein Foul zu stoppen. Ballack gegen Messi. Fast verunglückte Abwehr, aber gerade noch gut gegangen. Dank Tasci, da hat Lahm nicht so gut ausgesehen. Gegen Gutierrez. Ab der 85. Minute können Sie die Noten auf sport.zdf.de verteilen und sind schlechter ausgefallen als in der ersten Hälfte. Böses Foul von Messi an Lahm. Also das hat er wirklich nicht nötig. Dritte gelbe Karte gegen die argentinische Mannschaft.
der Heimattrainer. Einiger hier auf dem Platz, Louis van Gaal mit seiner Frau. Und der Trainer wird auch gesehen haben, welche Konfusion in den deutschen Reihen herrscht. Seit geraumer Zeit. Vielleicht auch in Sorge um De Michelis, wie schwer seine Gesichtsverletzung ist. Und Van Beuten fällt ja auch aus. Bayern spielen ja am Wochenende gegen in Köln, beim 1. FC Köln. Boateng. Und Toni Kroos. Mertesacker. Aber wen haben wir denn da? Jürgen Klinsmann und links neben ihm Guido Buchwald. Wenn der Maradona das sieht, WM-Finale 1990 in Rom, da hat er 70% aller Zweikämpfe gewonnen, Buchwald, und war mit der entscheidende Mann im Endspiel, als Deutschland durch das Tor von Andy Bremer zum dritten Mal Weltmeister geworden ist. Beim letzten Spiel gegen Argentinien war Klinsmann noch Bundestrainer. Da hat Deutschland nach der argentinischen Führung noch ausgeglichen. Durch Klose, das geht jetzt nicht mehr, der ist schon draußen. Na, wir nehmen noch gern andere. Kakao. Gomez. Podolski, Lahm. Und Ballack. Der kommt nicht richtig hinter den Ball. Aber so ähnlich war der Ausgleich in Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe. So eine Situation, aus der Entfernung ein Kopfball von Miroslav Klose. Das passte ja wunderbar gerade zu dem Zwischenschnitt mit Jürgen Klinsmann. Hatte sich Sorin verschätzt, der spätere Hamburger, gegen Klose. Schweinsteiger holt den Ball von Veron. Jetzt muss es ein bisschen schneller gehen. Kakao. Kroos. Ballack. Schweinsteiger. Scheibenschießen. Von den beiden sogenannten Sechsern, von den defensiven Mittelfeldspielern, ist er eindeutig der Stärkere. Schweinsteiger im Vergleich mit Ballack. Mit mehr Aktionen nach vorne. Jetzt vielleicht Ballack. Ball kommt durch bis Boateng. Ja, der war für den Kapitän unerreichbar. Schweinsteiger darf jetzt den Platz verlassen in der 75. Minute. Und Michael Ballack bekommt einen neuen Partner im zentralen Mittelfeld mit dem Stuttgarter Sami Khedira.
hat sein zweites Länderspiel. Durch die Verletzung von Rolfes und dem Formtief von Hitzlsperger in der Hierarchie der Sechser weit aufgerückt. Der hat ja Selbstbewusstsein. Gomez, Podolski. Drüben ist Kroos völlig frei. Wer sieht ihn? Kakao probiert es alleine. Der hat richtig Selbstvertrauen. Und das war genau genommen in der 77. Minute die beste Chance der deutschen Elf. Und um noch ehrlicher zu sein, die einzige. Lahm. Wieder Kakao. Er hat seine Aktien in Sachen WM-Ticket durch sein Auftreten im Verein eindeutig verbessert. Wie oft haben wir uns gefragt, wieso nominiert ihn Joachim Löw eigentlich ständig? Aber der hat die Antwort darauf gegeben in den letzten 10 Tagen. Tevez. Messi. Guter Wechsel rüber zu Rodriguez. Er hatte Saka. Mascherano gegen Kakao. Toni Kroos. Kakao versucht des Doppelpassspiels mit Gomez. Rodriguez klärt. Ballack. Kakao. Podolski ist drüben frei. Dazu kommt es nicht mehr, dass er gesehen wird. Philipp Lahm bricht gelb nach Vorlage Gutierrez. Gibt es auch selten, dass er gelb bekommt, aber er war auch langsamer als Gutierrez, wie schon Mertesacker beim 1:0 gegen Gonzalo Higuain. Es mag kein Gesamturteil für die Ewigkeit sein, aber zurzeit ist Argentinien in einem deutlich besseren Zustand als die deutsche Nationalelf. Circa 100 Tage vor der WM. Das kann sich ja noch ändern. Ja, das müsste sich ändern. Das Bemühen kann man der Mannschaft nicht absprechen. Und es macht die Sache nicht besser, weil sich dann auch die Qualitätsfrage stellt.
Das war der ganze Frust des Zweikampfs vorhin. Kakao gegen Mascherano. Das riecht ein bisschen nach Revanche. Und somit gibt es für den eigentlich sehr friedfertigen Stuttgarter mit brasilianischen Wurzeln die gelbe Karte. Kakao seit Januar deutscher Staatsbürger, seit einem Jahr praktisch. Spitzname Helmut, weil er beim Einbürgerungstest alle deutschen Kanzler aufzählen musste. Hier sehen Sie die Gruppengegner, zum Beispiel Australien und Ghana, Klassiker wie Frankreich, Spanien. Im Anschluss an dieses Spiel Otto Rehhagel gegen die Mannschaft von Senegal, das alles nach diesem Länderspiel. Lässt den Ball liegen für Mascherano. Kakao. Gomez. Kakao! Er macht wenigstens mal was da vorne. Messi, abseits, Abseitsstellung von Di Maria. Boateng mit einem Vorstoß, der Rechtsverteidiger. Balak, Daski, links geht Lahm. Gomez war das. Podolski. Hat in der Bundesliga erst ein Tor geschossen. Am fünften Spieltag gegen Schalke 04. Ist das Ratlosigkeit schon oder der Beginn der Aufarbeitung dieses Spiels? Vielleicht reicht es ja noch für Unentschieden, aber es wird nichts an den Erkenntnissen ändern. Da ist noch viel, viel Arbeit. Di Maria gegen Lahm. Freistoß. Riese.
diese Möglichkeit. Aufs kurze Eck gezogen. Burdisso schleicht sich da rein. Und Adler. Ein Billard-Effekt. Beinahe das 2:0. Joachim Löw wirkt fast niedergeschlagen. Jetzt werden natürlich die Fragen kommen, ob die Vertragsverhandlungen, die ganze Situation beim DFB eine Rolle gespielt hat. Das ist jetzt schwer zu beurteilen, aber die Qualität war einfach nicht ausreichend gegen diesen Gegner. Das macht zumindest nachdenklich. Ballack. Groß. Noch einmal Eckball. Da steht es immerhin 6:0 für Deutschland, was die Ecken betrifft. Oder hält Ballack den Fuß drauf. Otamendi bleibt liegen. War ein heftiges, ziemlich heftiges Ding vom Kapitän. Ist das der ganze Frust dieser Begegnung? Normalerweise klare gelbe Karte. Es ist nicht wie bei der vor der letzten WM ein 1:4 geworden. Aber unabhängig vom Ergebnis beginnt jetzt die Zeit der Aufarbeitung. Und gibt es seit heute auch Fragezeichen. Dieses Spiel hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Angefangen mit René Adler, der sich stabilisieren muss in seinem ersten Spiel als Nummer 1. Mit guten Szenen, aber auch mit schwachen Aktionen. Hat das Duo Ballack-Schweinsteiger in dieser Rolle eine Zukunft, eine gute erste Hälfte, zumindest kämpferisch? Dann ganz stark nachlassend. Ist das System mit drei offensiven Mittelfeldspielern und einem alleinstehenden Stürmer vorne eine Lösung für die Weltmeisterschaft? 3 Minuten werden nachgespielt.
Zumindest ist die WM-Vorfreude der deutschen Elf deutlich lediert worden heute. Nach ordentlichem Beginn waren die Argentinier, das muss man leider so klar und deutlich feststellen, sowohl taktisch, körperlich und individuell in der Technik überlegen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ein überragender Veron im Mittelfeld, vorne die Messi-Show und ein Diego Maradona, ganz ohne Mätzchen, wie ein weiser staatsmännischer Coach. Auch das ist eine kleine Überraschung. Mario Bolatti kommt, das ist der für Veron, der Mann des Spiels. Bolatti vom AC Florenz, der mit seinem Tor gegen Uruguay in letzter Minute die Qualifikation Argentiniens für die WM gesichert hat. Eigentlich unbegreiflich, wenn man das Auftreten hier der Maradona 11 gesehen hat, wieso man solche Schwierigkeiten auf dem Weg nach Südafrika hatte. Noch eine Möglichkeit, vielleicht durch Toni Kroos. Eckball. Adler war mit vorne. Ein sehr ausflugsfreudiger Tag des Leverkusener Keepers. Die letzten 30 Sekunden laufen. So, die Nachspielzeit ist in diesem Augenblick abgelaufen. Maradonas Blick zum vierten Mann. Martin Atkinson beendet diese Partie. Die Umarmung von des Weltmeisters Maradona mit dem deutschen Bundestrainer Joachim Löw. Vielleicht sieht man sich im Viertelfinale wieder. Vielleicht, wenn die deutsche Mannschaft bis dahin durchkommt, aber dieser Abend hinterlässt überwiegend trübe Eindrücke aus deutscher Sicht.